Und weiter geht's. Stammmutter. Keine Spur von irgendwem. Ich sollte auf den Wachturm hinter der Siedlung klettern. Vielleicht kann ich von dort den Feind sehen. Nützlich für die Herstellung von Zerspringerpfeilen. Gut. Hier, ne, die Zelte. Oh, ist voll. Okay. 5 ist also Maximum. Nur eine Fackel? Leider kein Feuer, wo ich anmachen könnte. Perlen. Wahrscheinlich von einer Nora-Stammmutter. Ob sie es von eben raus geschafft hat? Stammmutterperlen. Oh, ich hab'n Hocker umgestoßen. Gott, ein Zünder. Barackender Falken. Fortschritt gespeichert. Ich bin nicht weit von Ältestenruf entfernt, den Gipfeln bei Muttertränen. Eine Echohülse. Nützlich für Zerspringerpfeile. Ja. Naja, ich gehe ja schon weg. Ah, hab ich schon. Hab ich schon voll. Aus der alten Einheit. Wir jagten Maschinen, keine Menschen. Befehl ist das Änderte. Noch ein Sammelobjekt. Katscha Militärschnalle. Nee, das war's. Das ergibt den Zerspringerfall. So, ich glaube, dann haben wir hier soweit alles. Nein! Ja. 5 von 10. Was sind das eigentlich für welche? Ah, ist voll. Gut. Hier vorne war niemand mehr, ne? Hä? What's this?
No. Hi! Schock, zersprenge. Ja, weiter auseinandernehmen. Weg mit all der Panzerung. Oh. Hast mich erwischt. In deinem Element, sehr schön. Einen Brüllrücken besiegt. Sehr schön. Bin noch nicht fertig. Gut, das war's. Ha! Genug echt gut. Gefällt mir. Voll. Und ich habe keinen Schaden bekommen. Auch nicht schlecht. Cool, 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 cool. Kletterwerkzeugteil, Sonnenscheibenarm, Haupt. Noch ein Rüstungsteil. Zack, Nummer 3. Easy. Ach, guck mal, hier werden noch die Lohnfässer gewesen? Droppst du mir irgendwas? Nina? Hey, du hast mir alles da in Brand gesteckt. Dann gehe ich gleich mal anders ran. Achso, das ist gar keine Scheibe. Okay. Hier. Genau. Ja, weiter geht's.
Kann ich die Fackel entzünden? Ja, ich kann die Fackel entzünden. Yay! Cool. Ich bekämpfe dich. Oder dich. Man weiß es nicht. Genau. Och nö. Hier drüben. Der Kampf von den Nora-Ruinen. Mal sehen, wer in die Falle getappt ist. Ein Schatten-Kaja. In einem Kaja-Käfig. Was würden die Nora tun, fänden sie dich hier? Wahrscheinlich das, was wir gleich vorhaben. Hol ihn da raus. Ich will wissen, warum er hier ist. Ihr solltet nicht hier sein! Da oben! Bewegung! Sind es die Nora? Wir suchen keinen Kampf. Los, schnell! Über die Brücke! Hast du mich jetzt einfach allein? Das klang wie Urits Stimme. Höre ich mir das mal ein? Aber egal. Ich muss hier raus. Verschafft. Ich sollte weiter zu diesem Wachturm. Er ist im Ältestengriff. Die Osseram könnten irgendwo da sein. Ja. Dann wollen wir mal. Tränen der Nora. Fortschritt. Gespeichert. Oh, das wird jetzt wieder richtig witzig. Oh Mann. Ha, bevor ich das mache. So, wollen wir mal da hoch. Es war Narad. Er schickte mich zu dir. Dann geh zurück und sag ihm, dass ich keine Hilfe brauche. Weder seine noch deine. Warum? Um diese Osseram kümmere ich mich schon. Warte! Komm zurück! Tja, ich habe meinen Bruder gefunden. Und er ist so stur wie ein Esel. Ich muss ihn anlocken, bevor ihm etwas zustößt. Ah, von hier oben kriegt man das auch. Okay, falls man es verpasst hätte. Gott. Thank you.
gesagt. Darum muss ich mich kümmern. Moment, hast du gerade die Steuerung der Seilbahn zerstört? Uret! Verdammt, das ist selbst für ihn dickköpfig. Warum will er es allein mit dieser Gefahr aufnehmen? Hoffentlich funktioniert die Steuerungsbox noch. Blutsonne-Medaille. Gut. Ach, Uret. Lass dir doch helfen, mein Großer. Lass dir doch einfach helfen. Zugbrücke. Ich komme nicht nach Ältestenruf, wenn ich die Säle nicht durchschneide. Dafür brauche ich eine Spezialausrüstung. Eine Sonnenscheibe. Tja, mal sehen, ob die Steuerungsbox der Gondel noch funktioniert. Ja. Ich kann jetzt nicht zurück. Diese Steuerungsbox könnte noch funktionieren. Angesehenste Medaille angehängt. Der Pfeil der Sonne. Verliehen vom König persönlich. Er denkt wohl, dass seine Ehre auf dem Spiel steht. Vielleicht ist er deshalb alleine weiter. Ich nehme an, dass niemand wissen soll, was er vorhat. Am wenigsten sein Bruder, der Verräter. Na gut, ich sollte erstmal nach Dämmerungsgriff zurückkehren. Vielleicht kann Radell diese Steuerungsbox reparieren. Und ich könnte dort eine Sonnenscheibe herstellen. Ja, nehmen wir mal mit. Ob ich hier im selben Gebiet nochmal noch mehr finde oder ob ich einfach welche verpasst habe, das weiß ich natürlich nicht. Naja, laufen wir mal nach vorne. Es macht Klick, aber ich kann nicht reißen. Ha! Ah, jetzt. So. Aber das... Machen wir dann mal ein andermal. Bis demnächst.